Montagmorgen, 6.30 Uhr. Seid mir recht herzlich willkommen im schönen Büderich. Ja, ich weiß, eigentlich hatte ich ja versprochen, dass die nächste Tour in Innsbruck verläuft. Aber den Urlaub musste ich aus persönlichen Gründen absagen. Ne, so sind wir heute in Büderich. Ja, was haben wir heute vor? Wir werden heute nach Wesel rübergehen, durch die Lippeaue, durch Lönen und durch Spellen schlendern, so ein bisschen am rechten Niederrhein. Das Ganze wird so knapp 26 Kilometer lang sein. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! So, und nach ein paar hundert Metern sind wir auch schon aus dem Örtchen wieder raus. Der Sonnenaufgang können wir heute komplett vergessen. Der soll eigentlich da stattfinden. Ich glaube, 2023 ist das Jahr mit den am wenigsten eingefallenen Sonnenuntergängen von mir. Naja, wir waren ja vor ein paar Wochen schon mal hier. Oder ich war vor ein paar Wochen schon mal hier. Und habe dann einen schönen Sonnenaufgang erlebt. Aber da war irgendwie mein Mikrofon kaputt, da war ein Wackelkontakt drin in meinem externen Mikrofon. Habe ich zum Glück noch gemerkt, sonst hätte ich die ganze Zeit hier reingequatscht und hätte das ganze Filmmaterial wegschmeißen können. So sind wir heute wieder da. Wir gehen jetzt hier vorne gleich zur Weseler Brücke. Da vorne gehen da hinten durch die Lippeaue und da sehen wir uns wieder. Und ich würde sagen, weiter geht's. So, die ersten 2 Kilometer sind geschafft. Jetzt gleich hier an der Brücke angelangt. Das Ganze nennt sich hier Naturschutzgebiet in der Rheinraue zwischen Büderich und Perrich. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. So, und hier vorne steht meines Wissens nach so ein alter Brückenpfeiler. Da steht auch Ruine betreten verboten. Da gehen wir natürlich nicht rein. Und schade, hat eigentlich gedacht, den könnte ich mal zeigen. Vielleicht sehen wir den von der Brücke oben aus noch. Und ja, da oben geht's hoch. Und dann sind wir auch schon da. Weiter geht's. Ja, damit sage ich herzlich willkommen auf der Weseler Brücke. Ja, diesen alten Brückenpfeiler kann man tatsächlich auch von hier nicht sehen. Also alles zugewachsen. Nehmen wir an, das wurde extra so gepflanzt. Ja, jetzt gehen wir über die Brücke. Und jetzt muss ich mal aufpassen. Hier ist ja auch gleichzeitig der Radweg, damit ich keinen Radfahrer hier die Kamera vor den Schädel hau. Ja, Temperatur habe ich vorhin schon gesagt, 19 Grad. Mein Vater hat die letzten Tage richtig schwül gewesen. Na, jedenfalls bei uns in der Ecke. Am Freitag habe ich Bettwäsche nach draußen gegangen. In die Sonne. Nach 8 Stunden musste ich die nochmal in den Trockner schmeißen, weil es nicht trocken wurde.
bin jetzt auch die letzten Tage, bin ich anstatt meine 15, 16, 17, 18 Kilometer nur 12 und 13 Kilometer gelaufen. Ja. Ich glaube, das reicht auch. Und ja, jetzt bin ich gleich guter Hoffnung, dass wir hier doch noch gleich die Sonne sehen hier an der Brücke. Nämlich die eine Wolke, die zieht nämlich sehr, sehr langsam. Kann man jetzt gar nicht zeigen. Aber da ist der Pfeiler davor. Und ja, jetzt kommt sie raus. Guck mal. Ja, damit würde ich sagen, weiter geht's. Hier riecht es nämlich ganz schön nach Benzin. Ja, laut ist es hier eher nicht. Es ist ja auch wenig Verkehr im Moment. Da ist auch die Straße Richtung Dienstlaken und Duisburg. Ja, da sind ja zwei oder drei Baustellen, da musst du den Umweg fahren und hast du nicht gesehen, dann wird ja auch am Wochenende jetzt wieder gesperrt. Das ist zum Auswachsen. Ne? Weiter geht's. So, wir haben jetzt gleich das Ende der Brücke erreicht. Hier dahinter mir befindet sich die Lippemündung. Ja, wir gehen jetzt aber hier vorne rechts den Weg entlang in die Lippeaue. Und damit würde ich sagen, weiter geht's. Ja, und wieder einen schönen Dank an Komoot, ne? Dass ihr mich hier wieder durch die Walachei schickt, ne? Wo die ganzen Wege zugewachsen sind. Ich mir hier irgendwie was erkämpfen muss. Die Brennnessel kommen von links und von rechts hast du die Brombeersträucher. Und naja gut, ich wäre jetzt da vorne diesen komischen Radweg gelaufen, aber Komoot sagt, wir sollen hier entlang gehen. Ich kann einfach mal umdrehen. Der ganze Weg, da wachsen hier die Brennnesseln rein. Kann man sehen. Und irgendeine erwischt dich. Ne, hier zum Beispiel. Mal ganz davon abgesehen, dass ich wieder voll mit Spinnenweben hänge. Weiter geht's. So, ja, das Ganze, das scheint auch nur so schön zu sein. Bin nämlich wieder richtig am Schwitzen, weil ich nämlich hier wie so ein Storch im Salat rumlaufe. Nebenbei ist das ganze Zeug auch noch richtig feucht. Kann man sehen, wie schwül das wieder ist. Ach Leute, das glaube ich ja nicht, ne? Wenn ich jetzt nicht so weit gelaufen wäre, dann würde ich jetzt wieder zurückgehen. Ach nee. Ich habe auch immer so ein Talent, mir den richtigen Weg rauszusuchen. Ja, manche Brennnesseln.
Ne? Die kommen nicht nur unten, sondern auch hier oben rein. Dann hast du nicht nur die Beine dann verbrutzelt, sondern auch noch die Arme. Ich kann dann auch nicht abschätzen, wie weit der Weg jetzt noch ist hier, bis zu diesem komischen Radweg. Aber ich bin mal ganz froh, dass hier nicht allzu viele Brennnesseln waren. Nichtsdestotrotz habe ich schon wieder nasse Füße. Jetzt muss ich hier noch durch das Gebüsch durch hier. Komplett nass. Ne? Also meine Füße und meine Schuhe, die sind komplett durch. Und stehen bleiben darfst du auch nicht. Dann hast du gleich die Mücken am Balk. Was ist das? Ich kann das gar nicht so rüberbringen. Ne? Die Luft hier drin in diesem komischen Gestrüpp, ne, kann man gar nicht anders sagen, ist so feucht, kriegst du kaum Luft. So, hier wird der Weg ein klein bisschen breiter. Das nutzt aber nichts, wenn das Gras von rechts oder von links so runterhängt. Und es geht immer so weiter. Fein. Jetzt müssen wir hier durch das Gebüsch durch. Also gleich. Ich glaube, das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Das richtig sehe von Komoot. Weiter geht's. Da haben wir eine Fliege verschluckt. So, sind wir an diesem komischen Radweg. So, jetzt muss erstmal eine Pause. Erstmal eine Pause machen. Kann man das sehen? Bin komplett nass. Gleich geht's weiter. Oh, durch diesen Hindernisparcours hier vorne bin ich komplett durch. Ne? Bis 4 Kilometer. Ich bin nass geschwitzt. Ja, keine Ahnung, warum Komoot diesen Weg jetzt hier vorgeschlagen hat. Obwohl da hinter mir, ne, da führt jetzt der normale Radweg. Gut. Ja, das Ding ist auch komplett nass. Hier schon. Sollte eigentlich den ganzen Weg halten, ne, damit man sich ab und zu mal den Schweiß abputzen kann. Aber ich glaube jetzt, wenn du einmal am Schwitzen bis jetzt, dann hörst du auch nicht mehr auf. Ne? So, jetzt esse ich mir noch eine Müsli-Riegel und dann gehe ich weiter. Weiter geht's. So, nach 3 Minuten habe ich mich entschlossen, dann doch mal weiterzulaufen. Ganz flott. Was hat ihr für ein Pfeil? Duisburg-Stil.
Ach so, na gut. Hinweisschild für eine Firma. Ja, weil da doch sich rumgesprochen hatte unter den Mücken, dass ich da zugegen war. Ich bin komplett nass vom Schweiß, ne? Nach den ganzen Turnübungen da, dem Hindernisparcours. Ja gut. Jetzt habe ich mein Müsli-Riegel aufgegessen. Jetzt geht es wieder so ein bisschen. Ne? Also ein bisschen, man sagt ja Fahrtwind. Ne, aber das ist ja Laufwind, ne, wenn man so will. Gut, jetzt kommen wir gleich hier vorne. Ne, sind so ein paar Firmen ansässig. Da schlängeln wir uns jetzt so ein bisschen durch. Und kommen dann gleich zum Wesel-Datteln-Kanal. Und im weiteren Verlauf nach Spellen. Weiter geht's. Kilometer 7,6 um 8.12 Uhr. Ich sage, wir kommen auf der Emmelsummer Straße. Ja, wir kommen jetzt gleich zum Wesel-Datteln-Kanal. Ne? 500 Meter und dann geht es Richtung Spellen. Wie sagt man eigentlich? Spellen oder Spellen? Weiter geht's. Ja, dann sage ich herzlich willkommen am Wesel-Datteln-Kanal um 8.21 Uhr. Bei mir vorne die Schleuse Friedrichsfeld. Hier vorne ist so ein kleines Gewerbegebiet. Ne? Wird jetzt einmal so großzügig umrundet.
komme danach auf die Böskenstraße, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und ja, dann sind wir auch schon in Spellen. Weiter geht's. So, jetzt bin ich natürlich wieder falsch gelaufen. Ich müsste eigentlich hier rum. Und dann komme ich hier durch. Ich weiß das gar nicht. Das ist ja so dicht bewachsen hier. Warte mal. Ich habe keine Ahnung. Hier ist noch so ein kleinen Berg runter hier. Ne, das ist alles so dicht bewachsen hier. Warte mal, vielleicht klappt das hier. Auch so ein Dornenzeug hier. Ach, mir bleibt auch heute nichts erspart. Ne? Aber ich habe keine Lust, jetzt da hinten wieder so einen blöden Umweg zu laufen. Ach so, guck mal. Hier liegt noch so ein toter Vogel hier. Lecker. Jetzt sind wir auch hier durch. So, dann ist die Straße, die wir eigentlich hätten langlaufen müssen. Weiter geht's. So, und gerade habe ich gedacht, wir fährt denn hier auf eine Wiese. Vielleicht kann man hinten noch sehen, den Bagger. Und er spricht mich an. Doch, Carsten, und hier, ne, guck alle in den Videos. Ne? Letztens warst du noch im Ötztal und so weiter und so fort. Ne? Und hat mich erkannt, war ein nettes Gespräch. Ne? Und kommt von hier aus der Gegend, aus Spellen. Ich bin jetzt gleich hier im Spellen. Vorne ist Ortseingangsschild. Und ja, mein Lieber, Grüße gehen raus. Ne? Und weiter geht's.
So, ich sage herzlich willkommen am Sportplatz SV Spellen. Und jetzt die letzten Häuser hier vom Müssenweg. Und ja, apropos Zuschauer, der letztens noch ganz vergessen zu erzählen, war noch ein netter Zuschauer, den ich im Baumarkt getroffen habe. Du weißt, wer gemeint ist. Ne, Grüße gehen raus. Und wie gesagt, wenn alle so nett sind, ja, dürft ihr mich ruhig alle ansprechen. Gut, weiter geht's jetzt nach Löhnen. Und dann kommen wir nach Göttersficker Hamm. Und damit würde ich sagen, weiter geht's. So, im Hintergrund sehen wir schon das Kraftwerk Förde. Marschieren wir jetzt drauf zu. Um 9.20 Uhr bei Kilometer 12,9. Weiter geht's. Wieder ohne Sonnenbrille, ne? Und mir ist vorhin aufgefallen, ich habe meine Zweitkamera, also meine Vorbeilaufkamera, nicht dabei. Das ist nur der dazugehörige Akku mit dem Kontrollbildschirm. Habe ich heute Morgen in der Eile mich doch glatt vergriffen. Weiter geht's. Irgendwas vergesse ich immer. Das schmecken aber nicht, ne? Na, hallo Kuh. Hallo. Ne? Tja. Die blöden Fliegen, ne? Die nerven, ich weiß. Oh, schön ist hier, ne? Guck mal. Vorne noch mehr Kühe. Kilometer 14,5 um 9.41 Uhr. Ja, irgendwie habe ich jetzt den Mombach gesucht, der der Region hier ihren Namen verleiht. Ja, den habe ich leider nicht gefunden. Ja, eigentlich sehr schade, aber dafür sind wir jetzt gleich in Löhnen. Da gehen wir einmal durch, gucken uns die ganze Sache an. Was hier so los ist oder auch nicht, weiter geht's. Thank you.
Kilometer 15,9. War jetzt also Lönen. Wir kommen jetzt gleich hier vorne direkt nach Götterswicker Hamm und gehen dann hier vorne am Kraftwerk Förde vorbei, an der Rheinpromenade und sind dann auch schon wieder auf direktem Weg nach Dienstlaken. So schnell geht das heute hier. Ich bin auch froh, wenn ich gleich zu Hause bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt zumindest so schwül drückend mit den Wolken. Ne? Kam noch schon eine große Feuchtigkeit rein. Und ich bin froh, wenn wir jetzt noch die letzten 10. Hm? Genau, 10. Wollen wir mal nicht schmälern. Weiter geht's. Ja, damit sage ich herzlich willkommen in Götterswicker Hamm bei Kilometer 16,5. Wir queren jetzt einmal den Ort, kommen dann gleich zur Rheinpromenade und dann ist die nächste Station schon das Kraftwerk Förde. Weiter geht's. Kilometer 17,2, das war Götterswicker Hamm. Ich sag, wir kommen hier an der Rheinpromenade, hier an dem Restaurant, heißt jetzt zur Arche. Ja, gehen jetzt ein Stückchen lang an der Rheinpromenade und ach, guck mal hier. Ja, meine liebe Frau hätte gerne so geprägte Münzen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, in, wo war das? Wuppertal, keine Ahnung. Ich habe leider kein Kleingeld dabei, sonst hätte ich ja meine Münze reingesteckt. Ja, laufen dann auch gleich hier vorne am Kraftwerk Förde entlang. Und ich habe überlegt, jetzt nicht hier unten eine Rheinpromenade laufe, sondern hier oben, ne, ein bisschen im Schatten, weil ich doch sehr am Schwitzen bin. Und dann noch ein paar Kilometerchen zu laufen. Weiter geht's. So. Ja, 2 Minuten Pause. Jetzt um 10.18 Uhr, obwohl ich glaube, ich werde nicht lange hier bleiben. Ja, zum einen ist es doch sehr, sehr drückend. Ja, und die Sonne, ich hätte mir lieber da unten ein Plätzchen im Schatten suchen sollen. Ja, da unten ist noch jede Menge Platz. Naja, gut. Außerdem ist hier so eine komische Wespe, die mir die ganze Zeit um die Ohren schwirrt. Gehe ich lieber weiter. Und ja, trinke jetzt hier noch mein Getränk aus und dann mache ich mich auf die letzten 8 Kilometer. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier vorne am Kraftwerk Förde entlang, gehen dann durch den Hauswald und kommen dann wieder nach Dienstlaken. Damit würde ich sagen, weiter geht's. Hau ab!
So, ja, mittlerweile ist hier die Umzäunung des Kraftwerks sehr gut zugewachsen. Ja, wir befinden uns jetzt hier links vom Lohberger Leitgraben. Da hinten kann man schon sehen, da ist die Frankfurter Straße. Die werden wir jetzt gleich überqueren und sind dann im Wohnungswald. Damit würde ich sagen, weiter geht's. Um 10.34 Uhr bei Kilometer 18,8. Genau. Video überwacht. Das Ganze weiß ich nicht. Ist ja so verrostet schon. Hängt die Kabel runter. Ob alles so stimmt. Oder ob das alles nur Schau ist. Keine Ahnung. Will ja gar nicht ausprobieren. Ne? Da drin habe ich nichts zu suchen. Kann auch zum Teil sehr gefährlich sein. Und ja, dann geht es schwitzenderweise weiter. Kilometer 21,4. Willkommen an der Helenenstraße. Wie wir gerade gesehen haben, haben wir die Dienstlagner Straße überschritten. Den Wohnungswald haben wir jetzt verlassen. Wir kommen jetzt gleich zur Willy-Brandt-Straße, sprich der B8. Und sind dann auch schon in Dienstlagen City. Und ich würde sagen, weiter geht's. So, Kilometer 22,6. Herzlich willkommen an der Willy-Brandt-Straße, auch B8 genannt. So, heile rübergekommen. Gehen jetzt hier vorne die Feldstraße entlang und kommen dann gleich in die Stadtmitte. Weiter geht's. Kilometer 23,5. Ja, die Innenstadt haben wir jetzt links liegen lassen. Kommen jetzt hier gleich zum evangelischen Krankenhaus und anschließend zur Trabrennbahn. Weiter geht's.
Kilometer 24,2 um 11.31 Uhr. Ich sage, wir kommen in der Parkanlage der Trabrennbahn Dienstlaken. Ja, der Film geht nun leider zu Ende. Ja, ich muss sagen, da waren heute sehr, sehr schwer erkämpfte 26 Kilometer. Ich habe ja noch ein bisschen bis nach Hause. Ja, angefangen von dem Hürdenlauf heute Morgen. Und dann war es auch so drückend. Jetzt hat die Sonne richtig aufgedreht. Habe mir auch entschieden, jetzt hier durch den Park zu laufen, statt so außenrum, damit ich noch ein bisschen Schatten habe. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wie immer blende ich die Daten für euch ein. Und bleibt mir gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Weiter geht's. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. All it takes is some time and some clarity to find.